Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Channel. Und heute testen wir einen weiteren Spieler und diesmal ist es Diego Costa, 93er Rating, Team of the Season. Und er hat natürlich übergeniale Werte mit 89 Tempo, 96 Schießen, 75 Passen, 89 Dribbling, 50 Defensive, aber 95 Physis. Das ist schon mal mega geil. 1,88 groß ist der gute Mann, Hochmittelarbeitsraten, Rechtsfuß, 4 Sterne Weakfoot, 3 Sterne Skills, über 400.000 Münzen hat er mich gekostet. Das war es auf jeden Fall aber wert. Und dann möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass ihr noch eine 10€ Paysafe Card bei mir gewinnen könnt. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Da habe ich nämlich ein 10€ Paysafe Card Gewinnspiel auf meinem YouTube-Channel gemacht. Und da solltet ihr auf jeden Fall noch teilnehmen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Gameplay. Hier haben wir gleich mal die erste Situation für uns. Hier wird der Ball schön weitergeleitet auf Diego Costa und der ist natürlich eiskalt vom Tor und netzt den Ball ein. Ein schöner Volley-Treffer von Diego Costa, das hat er auf jeden Fall nicht schlecht gemacht. In der nächsten Situation haben wir hier mal Messi am Ball. Der dribbelt sich schön durch, passt den Ball dann auf Diego Costa und der ist natürlich ein Abschlussbiest. Ein richtiger Torjäger, was mir an Diego Costa richtig gut gefallen hat, dass er einfach die Tore wirklich macht in den Situationen, wo er sie eben machen muss. Die nächste Situation wieder Diego Costa, den vergibt er leider, aber den muss man auch nicht machen, das war keine hundertprozentige. Dafür macht er es hier gleich viel besser, geht hier mit dem Roulette vorbei, dribbelt sich dann hier schön durch, zieht ab und der Ball ist drinnen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Eigenschaft bei ihm, dass er die Tore richtig macht. Er ist einfach ein Goalgetter mit 95 oder 96 Schießen, muss er natürlich die Bälle auch machen, aber das macht er auch wirklich sensationell. Hier geht der Ball auch mal vorbei, aber seine Schüsse sind einfach der Wahnsinn. Er ist einfach der komplette Torjäger. Er ist groß, er hat den Kopfball, er hat die Füße, er hat die Körperstärke. Und er hat einfach den Abschluss, Dribbling fehlt ihm ein wenig. Das ist das Einzige, was ich an ihm bemängeln kann, die 3 Sterne Skills. Er ist nicht der wendigste, aber er kann sich auf jeden Fall super durchsetzen. Und dieser Longshot war doch mal übergenial von Diego Costa. Das habe ich ja sowieso noch nie gesehen, so ein Tor von ihm. Aber diesmal macht er ihn einfach mal rein. Also, seine Stärken sind auf jeden Fall sein Abschluss, seine Größe, seine Stärke, einfach sein Auftreten am Platz. Er ist einfach ein Biest vorne drinnen. Aber falls ihr lieber mit wendigeren Spielern zockt, dann solltet ihr auf jeden Fall Aguero, Messi oder Bernard austesten, denn Diego Costa ist dann für euch vielleicht kein Spielertyp, aber mir das sehr, sehr gut gefallen. Ich würde ihm so ungefähr 9 von 10 Punkten geben, denn er hat einfach den Abschluss, er hat die Füße und er hat einfach diesen Kopf, weil der ist einfach überragend bei ihm. Skillen kann er nicht so gut, aber sonst ein Top-Spieler. Da verabschiede ich mich auch schon wieder aus diesem Video. Ich hoffe, ihr schaut bei der Paysafe Card Verlosung vorbei. 10€ könnt ihr dort gewinnen. Dann sage ich auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA All-Star.